Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. So, Essen ist am Kochen. Die Hornisse fliegt ja immer noch durch die Gegend. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich würde mir jetzt erstmal Stoff herstellen, um... Gleich gibt's Tee, da freue ich mich schon drauf. Lecker Tee. So. Mal gucken. Ich würde ganz gerne meine Wellness auch mal steigern, aber momentan geht es ja erstmal nur darum zu überleben. Cloth Pants, Cloth... Moment, was habe ich denn? Ich habe hier ein Shirt, ein Plaid Shirt. Und zwar habe ich nämlich gesehen, wenn man... Zombie Skill 38, okay. So, das hier zeigt ja den Rüstungswert an und hier sind die anderen... die Rüstungssachen. Plaid Shirt. Da kommt das hin. Okay. Und jetzt habe ich hier so ein kariertes Shirt an und immer noch einen nackten Arsch. Gut. Ich bin dafür, dann machen wir uns als erstes mal eine Hose. Weil die liebe Eva hat mich auch schon vorgewarnt, dass man Pants, genau, Pants brauchen wir. Wir brauchen eine Hose. Weil mit nackten Arsch möchte ich auch nicht durch die Wildnis laufen. Und da muss ich sagen, hat mein Stoff ja auch nicht lange gereicht hier, was? Irgendwie stirbt draußen gerade ein Schwein. Einsam vor sich hin. Nee, mit den Stickies reicht das nicht alleine. Pass auf, dann packe ich hier noch ein... hallo, ich wollte ein Holz reinpacken. So. So sieht das besser aus. Boah, ey, braucht der lange, um die Hosen herzustellen. Charakter. Warum kann ich die nicht anziehen? Legs. Pants. Legs. Ach, da oben kommen die rein. Was? Nein, echt. Scheiße. Sowas ist das? Mich verarschen? Ich habe immer noch einen nackten Arsch? Hallo? Das geht ja mal gar nicht. Ich mache euch mal heller. Aber das wird euch auch nicht viel helfen. Weil es ist einfach nur scheißend dunkel hier drin. Hier draußen. Ich sehe die Hornisse auch nicht mal. Sag mal, ey, ihr wollt mich ja verarschen. Das sind doch keine Klamotten, oder? Ich meine, wie gesagt, die Ivy hatte mich da ja schon vorgewarnt, ne? Wenn du einen weiblichen Char spielst, dass sie dir ja irgendwie nur den Krams geben. Boots. Dann machen wir uns noch Boots da draus. Ich kann mir schon vorstellen, wie das aussieht. Ich habe dann halt irgendwie an den Füßen noch was. Aber ich glaube, nackter Arsch wird bleiben, ne? Oder? Das ist ja der Hammer, oder? Ganz ehrlich. Ich brauche das hier. Das brauche ich. Aber es sind doch Pants, Mann. Das sind keine Hot Pants. Unglaublich. Interessant ist ja, dass hier Backpack steht. Also gibt es vielleicht noch andere Rucksäcke später mal? Kann ich da einen Favoriten jetzt draus machen? Oder wofür ist denn diese Symbole? Das habe ich noch nicht rausbekommen. Okay, naja. Ich bin jetzt etwas kleinkariert, könnte man sagen. Mein Tee ist fertig, das ist schön. Den Cooking Pot kann ich ja da lassen. Sonst kann ich auch nicht viel machen, ne? Wo ist denn die Fackel? Die habe ich unten gelassen, ne? Die Fackel. Genau. Okay, wir haben jetzt aber wenigstens was zu trinken und was zu essen. Boah, ich denke immer, da kommt so ein Viech an, Crafting. Wir können uns jetzt eine neue Torch herstellen, weil wir haben dieses Tierfett. Okay, da machen wir uns doch mal zwei Fackeln. Nein, wir machen uns eine Fackel nur. Eine Fackel. Eine Fackel zum Mitnehmen. Warum geht das nicht? Ich brauche Tallow. Ich dachte, ich brauche Animal Fat. Ach Moment, das Tallow habe ich doch da oben gesehen. Dann warten wir ab.
Pass auf, du musst das Fett erst noch kochen, ne, oder? Unglaublich. Guck. Das muss man erst noch abkochen, das Fett. Das ist ja mal gut zu wissen. Die Eier hebe ich mir für Bacon und Eggs auf. Count 3. Ach, da kriege ich 3 Stück draus. Und mit dem kann man aber auch im Beaker was machen. Ich habe es jetzt aber vergessen, was es war. Ich habe es in den Patch Notes gesagt. Könnte mir da jemand nochmal reinschreiben in die Kommentare, was ich in den Patch Notes gesagt habe, was man daraus machen kann? Achso, ne, ich habe hier ein Tello. Okay. So, und dann kann man jetzt aus dem Tello und einem Sticky kann man sich eine Fackel machen. Ich hätte jetzt gedacht, weil da steht Count 3, dass ich mir 3 Fackeln machen kann. Ich mich wohl getäuscht. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Die verarbeite ich erstmal noch nicht. Erst dann, wenn ich sie brauche. Moldy Bread. Ich habe doch Leather Training. Ich kann mir doch irgendwas aus Leder machen. Leather Boots. Ich habe doch Leather Training gelernt, oder nicht? Ja, Leather Gloves. Dann machen wir uns mal Lederhandschuhe. Das kann ja nicht schaden. Achso, ich muss mir dafür erstmal Leder herstellen. Gut, habe ich auch lange nicht mehr gemacht. So, dann können wir auch einen Lederhut. Der sieht da komisch aus. Das ist ja wie so ein... Das sieht ja schwierig aus. Leather Pants wären eigentlich nicht schlecht, ne? Okay, ich besorge mir sowieso nochmal Leder. Also machen wir uns erstmal die Handschuhe. Und möglichst viel Rüstung möchte ich haben. So, ist mir auch gerade egal, wie blöd das aussieht. Charakter, es sieht gleich ziemlich blöd aus, glaubt mir. Das sind die Handschuhe und nicht lachen. Ja, so sehe ich jetzt aus. Das ist pottenhässlich, aber das ist mir egal. Es bringt ja Schutz ein bisschen. Und Schutz ist wichtig. Oh, es wird hell. Es wird hell. Schön, wir gehen raus. Wir gehen raus. Wir werden die anderen Häuser plündern. Wir machen mal eben die Taschen leer hier. Das Essen lasse ich da. Tee habe ich. Wasser kann ich mitnehmen. Kann ich mir jederzeit wieder auffüllen. Cloth brauche ich nicht. Schlafsack liegt hier. Das kommt weg. Die Chicken Ration. Pass mal auf, wir machen das so. Wir essen das, was stinkt, essen wir jetzt mal. Genau, so, das muss reichen. Ich laufe ja nicht weit von hier weg. Was brauche ich? Ich brauche Clay. Ich brauche unbedingt Clay. Die Painkillers behalte ich. Ah, ich habe ja Drop on Death, ne? Da muss ich drauf achten. Okay, da muss ich echt drauf achten. Dann möchte ich alles, was mir irgendwie wichtig ist, lasse ich mal hier. So, 65 Federn. Kann ich mir vielleicht auf dem Weg gleich nochmal... Crafting. Genau. So, ich glaube, da kommen wir gut mit klar. Ich trinke erstmal das Wasser hier weg. Okay, die sind hier direkt am Haus dran. Das wollen wir hier erstmal unterbinden, wenn es irgendwie geht. Aber die erste Nacht ging ja eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt hier so Mikro-Rogler eben gehabt. Boah, das war kein Mikrokler, das war ich. Weil länger hättest du aber nicht warten dürfen, ne? Wenn du nicht möchtest, dass du richtig was auf die Oma kriegst von denen. So,
So, hier will ich auch alle Pflanzen ohne Rücksicht auf Verluste looten. Weil hier werde ich nicht lange bleiben. Nicht länger, als ich irgendwie muss. Hier wäre meine Idee, doch einfach mal direkt das Nachbarhaus zu looten. Ja, komm, wir haben eine Kiste oben. Oh, Kartoffelsamen. Das ist gut. Das ist richtig gut, Kartoffelsamen. Habe ich Salamen gesagt? Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Ups, das wäre fast ins Auge gegangen. Oh, hier kommen aber auch immer viele Viecher an, ey. Das ist unglaublich. Och du Scheiße, wo kommen die denn alle her? Ich hatte eben zwei bemerkt. Jetzt sind es ja schon vier. Ich warte die erstmal, bis ich meine erste Waffe habe. Dann geht's hier aber hoch her. Im Haus sind da bestimmt auch noch welche. Ja, den dicken hier, den muss ich aber nicht mit der Hand. Ich muss aufpassen, das ist ein schneller hier, ne? Genau. Ich kann mir schon weit. Boah, den habe ich nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Na, ich weiß, man kann sich aus diesem Knochen auch irgendwie eine Waffe machen, aber... Ja, finde ich geil, dass die fetten Fett droppen. Das finde ich richtig cool. Oh, der geht aber schnell kaputt hier. Also die... Aha. Ach, das sieht ja mal geil aus. Das sieht ja mal richtig geil aus. Cool. Muss ich sagen. Gefällt mir. Das gefällt mir richtig hier. Das gefällt mir aber richtig. Kann ich da nicht schon durch? Nee. Ich schlag quasi ins Leere. Oh Mann, ich dachte, ich würde den Messinggriff wenigstens bekommen hier. Da war ich schon ganz heiß drauf. Aber es tröstet mich ja, dass der Kühlschrank im Nachbarhaus genauso laut ist wie meiner. Ich dachte, ich hätte mir hier schon irgendwie Mist angelacht. Aber nein, das ist halt minderwertige Qualität. Ne? In der Apokalypse kriegt man halt auch nichts Gutes zu kaufen. Auf der anderen Seite ist das natürlich es stimmt mich traurig, ne? Weil man kann sagen, Miele hat die Apokalypse nicht überlebt. Die sollen ja qualitativ hochwertige Sachen machen. Home Maintenance Book. Okay, ich kann mir ein Repair Tool craften. Das ist gut. Habe ich genug Mats dabei für eine neue Stone Axe? Müsste ich eigentlich, ne? Ja. Stone. Stone Axe Craft. Wir machen uns gleich mal eine zweite. Das kann nicht schaden. Geht das denn jetzt besser hier? Ja, ich habe euch noch heller gemacht, hatte ich jetzt draußen vergessen abzuschalten, aber wenn ich mir das gerade mal drinnen so angucke, muss ich sagen, irgendwie scheint das Spiel dunkler geworden zu sein, oder? Ich muss mal gucken, ob es da Gamma-Einstellungen... Also nach der nächsten Folge muss ich mal echt gucken, also nach dieser Folge, ob es Gamma-Einstellungen hier gibt. Oh, das gestaltet sich echt zäh. Ich frage mich, ob das jetzt an diesem Warrior-Modus liegt, den ich eingeschaltet habe, dass man auch weniger Schaden macht. So. Ihr merkt, ich versuche mich aber zu verbessern, im Gegensatz zum letzten Let's Play, weil ich hier... Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich mal Stoff bewusst eingesammelt habe. So, also wirklich absichtlich. Das ist, glaube ich, eine Weile her.
Oh, Mining Helmet, der wird mir sehr helfen, jetzt allein mit der Dunkelheit. Gut, pass auf. Fackel droppen, das Ding schon mal essen. Fackel wieder aufnehmen. Hier war doch auch mal mehr drin in solchen Dingern, oder? Mal gucken. Bisher komme ich ja ganz gut über die Runde, ne? Aber vor der Nachthorde, da habe ich echt schon Bammel. Vor allen Dingen, irgendwie geht das alles so schnell rum hier. Ich hoffe, dass ich ja hier irgendwo Loot finde, dass ich mir eine Axt, finde. Denim Pants. Okay, pass auf, die Cotton packen wir weg. Die Pants nehmen wir auf jeden Fall mit. Wobei, albern, warum sollen wir die mitnehmen? Die können wir doch jetzt schon mal anlegen hier. Ah, keinen nackten Arsch mehr. Das ist schön. Okay. Ich glaube, den Cloth brauche ich gar nicht mehr. Da gehen wir nochmal rein. Ich wollte Clay suchen, ne? Clay wollte ich suchen, damit ich jetzt diese Nacht wenigstens die Forge anschmeißen kann. Das ist wichtig, ja. Könnt ihr mich da gleich nochmal dran erinnern? Mensch, scheiße. Könnt ihr ja leider nicht. Würdet ihr es uns auf jeden Fall tun, das weiß ich. Okay, dann droppe ich das Buch. Da ist nichts drin. Was hast du denn so für mich? Ach nee, geht ja. Was kann denn mal weg hier? So richtig nix, ne? Ja, die Fishing Rate, das kann weg. Bis ich mit Lett hantiere. Ach, da kann ich gar nichts mitmachen gerade. Schwierig. So, wo ging's? Wo war noch was? Gar nicht mehr. Hier hinten war noch was, ne? Genau. Dann gehen wir da mal rein. Die Tür braucht ja wieder ein bisschen. Denn dahin? Hier ist doch nichts. Nur er hier. Ach, hier geht's nach oben. Stimmt. Es hat ja auch noch ein Dach gehabt hier. Ich hoffe, das lohnt sich wenigstens. Diesmal kloppe ich aber die unteren Bretter weg in der Hoffnung, dass die oberen einbrechen. Und ja, gleich schon 11 Uhr. Also einen halben Tag muss man ja zur Claysuche schon einkalkulieren, ne? Ich habe aber das Gefühl, es geht sich ganz gut an. Ich bin mal gespannt. Schwierig wird es ja erst, wenn man selbst anfängt zu bauen. Ich möchte hier wirklich nicht ewig in diesem Haus bleiben. Ich finde es schon ein bisschen schade, dass ich jetzt in einem Haus bin, aber... Boah, nee, die Grundnervosität, die war echt zu hoch. Und so ein Tag geht auch schneller rum, als man denkt. Und wie gesagt, nach den Ankündigungen, was hier alles schwieriger geworden sein soll, ist man aber auch... vorsichtiger, ne? Und vor allen Dingen mit diesem Pistolbook. Ich habe doch schon mal ein Pistolbook gehabt, oder nicht? Nee, habe ich nicht. Aber das schmeißen wir weg. Wegen Loot, wegen Respawn. Reloading Weekly Book. Das ist nochmal dasselbe. Nein, das kann ich nicht. Das kann ich schon. So, und das kann ich, glaube ich, auch schon. Genau. So, ist aber wurscht, weil jetzt spawnen da neue. Das hat sich ja richtig gelohnt, dieses Haus hier, was? Das Haus hat sich ja mal richtig gelohnt. Sonst war hier auch nichts, ne? Ne, hier war ich überall. Okay. Gut, dann... wo geht's denn hier raus? Dann gehen wir erstmal nach Hause.
machen die Kiste mal eben, machen unsere Taschen leer hier. Und in der nächsten Folge werde ich Clay suchen. Ganz wichtige Sache. Ich kann mir hier schon. Ich wollte sagen, ich kann mir hier schon fast eine neue Kiste bauen. Fast ist ja auch schon die Untertreibung des Jahrzehnts. Ich kann mir hier eine zweite Kiste jetzt schon bauen. Und das werde ich wohl auch machen müssen. So. Mann, oh Mann. Was man hier so in kürzester Zeit an Loot zusammenbekommt, ist ja schon unglaubwürdig, ne? Und ich habe, na gut, ich bin ja auch in unmittelbarer Nähe von Häusern. Das ist natürlich dann sehr komfortabel. So, die wandle ich schon mal um, dass ich mir Pfeile machen kann. Genau. So, die Eier rette ich mal. Ich weiß, ich sortiere das dann irgendwann mal zwischen den Folgen hier. Mache ich das mal in ordentlich? Ja, mache ich wirklich, versprochen. Den Mining-Helm brauche ich jetzt auch nicht und die Bücher brauche ich nicht und mein Magen hört sich überhaupt nicht gut an. Ich weiß auch nicht warum. Gucken wir mal, den Tee lasse ich auch hier. Ich lasse das mal alles hier, damit wir gleich noch möglichst viel looten können. Und 78, ja, pass auf, dann nehme ich mir aber noch die anderen Steine raus und verarbeite die auch noch zu Pfeilen. Und dann geht das gleich gut ab. Okay, so, ich muss mal eben ganz kurz wohin. Ich weiß auch nicht, so, zu viele Folgen gerade am Stück aufgenommen. So, ich würde mich freuen, wenn ihr, ich nehme mir jetzt erstmal vor, morgen sage ich jetzt einfach mal wieder mit dabei seid, weil ich nehme jetzt gerade ein paar Folgen am Stück auf, das geht sich ganz gut und ich muss mal gucken, wie lange ich das so beibehalten kann. Das wäre jedenfalls mein Ziel. Ich wollte ja mehr machen, also mehr 7 Days und mehr bauen und wirklich mehr Sachen erreichen. Und da hilft es natürlich schon sehr, wenn man dann tägliche Folgen rausbringt. Dürfte ich wahrscheinlich auch dauerhaft hinkriegen. Ich kann es halt gerade nur nicht versprechen. So, das ist so das Ding halt. Und deshalb sage ich jetzt aber erstmal bis morgen. Momentan sieht das ja nicht schlecht aus. Okidoki. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Tschüss.